Nach 45 Jahren ist die Kanu-WM wieder zurück in der Schweiz. Rund 300 Adrenalin-Junkies aus über 35 Ländern kämpfen im Moment im Muttital um den Weltmeistertitel. 7 Kanuten kommen aus der Zentralschweiz. Einer von ihnen ist Fabio Gretener aus Sempach. Der 26-jährige Fabio Gretener macht sich parat für das erste Rennen an der Kanu-WM. Knapp 4,5 Kilometer lang ist die Strecke vom Husky Camp im Muttental bis ins Ried. Er hat schon manches Rennen gemacht und doch ist er heute besonders nervös. Vortag war ziemlich nervös, definitiv. Weil auch gestern in der Eröffnungsfeier war, es war wirklich mega cool im eigenen Land. So eine WM, es waren mega viele Leute da. Und jetzt heute können zeigen, was man kann, ja, auf das freue ich mich. Trotz der Nervosität kann er es kaum erwarten. Es ist nur noch das Wasser und ich und Fans am Ufer, die anführen. Auf das freue ich mich jetzt. Und dann geht's los. Die ganze Strecke. Ein langes Stück. In der Nähe vom Ziel ist auch der Fabio Wies. Man kennt den 29-Jährigen als Olympiakanufahrer. Er fährt jetzt in anderen Disziplinen, darum ist er hier nicht am Start. Er ist aber im Organisationskomitee und kennt die Tücken dieser WM-Strecke. Jeder, der auf dem Muttal war, kennt den Muttalstein. Das ist ein extrem grosser Felsen, der einfach dominant in dem Fluss steht. Das ist die grösste Schwierigkeit des ganzen Flusses, weil einfach die ganze Strömung drauf geht und irgendwie muss man das Boot rundherum bekommen. Und das ist auch heute ein grosser Knacknuss für viele Fahrer. Bei schönstem Wetter und mit vielen Besuchern hat der erste Renntag gestartet. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 1'500 Leuten pro Tag. Der Fabio Gretener hat es am Rennen auf den 14. Platz geschafft. Er ist damit der beste Schweizer von seiner Kategorie. Ja, es ist einfach schön, oder? Weil der Sport ist so wichtig für mich und es ist schön zu sehen, dass ich auch wichtig anderen Leuten bin und dass es, also, was ich mache in meinem Sport, auch anerkannt wird. Spektakulär sind die Kanu-Rennen so oder so. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Zuschauer. Wer also auch noch ein Rennen schauen will, die WM auf dem Muttal geht noch bis am Sonntag.